Neulich beim Surfen im Internet kam ich auf eine äußerst interessante Seite. Da hieß es, sie haben das Ende des Internets erreicht. Das Ende des World Wide Web. Das war ein Witz. Jemand hatte sich einen Witz gemacht und diese Seite geschaffen mit einer offiziellen Mitteilung, sah sehr offiziell aus, dass hier das Ende erreicht ist. Und ich dachte, ist doch interessant. Das Internet, wie jeder weiß, hat kein Ende. Es ist eine unvorstellbar komplexe virtuelle Welt, eine nicht materielle Welt, die kein Ende hat, sondern im Gegenteil, jeden Tag wächst, jeden Tag sich weiter ausdehnt, unglaublichen Einfluss auf unser Leben hat, das Leben auf dieser Welt im Grunde genommen völlig verändert hat und es kann gar kein Ende haben. Und weißt du was? Genauso ist es auch mit Gott. Wenn wir die Schöpfung anschauen, dann schauen wir in den Kosmos hinein, in das Universum. Und die Sternenforscher entdecken jeden Tag neue, weiter entfernte Galaxien und Nebel und gewaltige Dinge dort im Universum. Und es ist immer noch mehr und immer noch mehr und immer noch mehr und immer noch komplexer und immer noch größer und immer noch unvorstellbarer. Und genauso funktioniert es im Kleinen, im Mikrokosmos, wo man untersucht und in eine unvorstellbare Komplexität reinkommt. Je mehr man forscht, je mehr man weiterforscht, merkt man, es ist viel komplexer, viel komplizierter, viel unerklärlicher, als man sich das so normalerweise überhaupt vorstellen kann. Und wenn wir in den Kosmos schauen oder in den Mikrokosmos schauen, eigentlich können wir nur feststellen, wir wissen eigentlich fast gar nichts. Die Komplexität ist so gewaltig und es ist immer noch mehr und immer noch größer und immer noch gewaltiger. Und so ist es mit Gott. So ist es mit dem, was er für uns hat. So ist es mit dem, was Gott für seine Kinder bereitet hat. Die Bibel sagt dazu, Herr, Herr, siehe, du hast den Himmel und die Erde gemacht durch deine große Kraft und durch deinen ausgestreckten Arm. Kein Ding ist dir unmöglich. Das ist die Wahrheit. Kein Ding ist Gott unmöglich. Und wir werden nie an den Punkt kommen, dass wir das Ende von Gottes Kraft, von seinen Möglichkeiten, von seinen Segnungen erreichen können. Genauso wenig, wie du das Ende des Internets erreichen kannst. Und im Neuen Testament schreibt Paulus, damit ihr imstande seid, mit allen Heiligen völlig zu erfassen, was die Breite und Länge und Höhe und Tiefe ist, und zu erkennen, die Erkenntnis übersteigende Liebe des Christus, damit ihr erfüllt werdet zur ganzen Fülle Gottes. Paulus betet darum, dass wir ein Verständnis einfach von dem bekommen, was Gott für uns hat, was er für uns bereitet hat, von der Dimension dessen, was es bedeutet, Christ zu sein. Weißt du, ich glaube, dass wir in unserem Verständnis von Gott und von dem, was er für uns hat, im Verständnis auch der Ewigkeit und den Segnungen, die er für uns bereitet hat, nur einen Hauch von erahnt haben. Nur gerade mal eben die Oberfläche berührt haben. Er hat viel, viel mehr für uns, als wir uns vorstellen können. Und er hat auch viel mehr für dich. Dessen bin ich ganz gewiss.